ihr Lieben, mein übliches Porridge. Heute sind Blaubeeren und Granatapfelkerne drin. Damit sind meine Granatapfelkerne für den Winter leer. Joghurt ist drin. Kommt noch Banane dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ich vor meinen Tagen stehe, habe ich immer so einen riesen Bock auf Schoki. Deshalb gibt es heute nicht nur Schokorosinen, sondern auch noch ein bisschen Triple Shock Crunch. Das ist weiße Schokolade, Vollmilch und Zartbitter. Und gibt dem Ganzen auch gleich nochmal so einen kleinen Crunch-Effekt. Tja. Das werde ich jetzt genießen. Und werde euch gleich mal zeigen, was ich noch in der Vorbereitung habe. Tja, da hinten ist mein Porridge-Topf. Hier geht das Brot auf und in den Topf koche ich Ketchup. Aber da der jetzt eine halbe Stunde bis Stunde vor sich hin köcheln muss, das Brot erstmal aufgehen muss, kann ich jetzt in Ruhe mein Porridge genießen. Es schneit in Rüsselsheim. Wahnsinn. Ich glaub's ja nicht. Seht ihr das? So geil. Moment, ist mit Junia noch mal raus, auch wenn wir jetzt schon 9 Uhr haben, aber es ist ja Freitag. Guten Morgen, ihr Lieben. Rüsselsheim im Schnee. Das ist mal eine ganz seltene Ansicht. Und ich werde sie auch ausnutzen, aber wahrscheinlich nicht zu lang, denn wir haben im Moment -6 Grad. Und da wir hier das nicht gewohnt sind, friere ich mir auf gut Deutsch den Popo ab. Ja, wir sehen uns später. So, nach dem langen Spaziergang draußen in der Kälte muss was Warmes her. Und da meine Männer keinen Porridge mögen, gibt's Reisbrei. Und abends habe ich mir dann noch einen Joghurt mit Frühstück gibt es bisschen heute Müsli und Joghurt mit Granola. So, selbstgebackene Zimtschnecken. Ich bin mal gespannt. So, das ist jetzt mein Mittagessen. Nudeleintopf mit Pute und als Nachtisch gibt's Zimtschnecken. So, immer noch Silence Sapus
Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Zum Abend gab es dann selbstgemachte Kroketten und selbstgemachten Heringssalat.